Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu endlich mal wieder einem Wochenendvlog. Es ist wieder mal wunderbar zu sehen, wie es genau dann, wo ich wieder anfange zu vloggen, einfach Kackwetter ist. Aber naja, vielleicht lässt sich trotzdem etwas Nices machen, auch wenn wir nur so richtig Kackwetter haben. Wie ihr gerade gesehen habt, bin ich losgefahren und bin jetzt an einem Fluss, wo wir gestern so einen Staudamm gebaut haben mit einem Kumpel. Diese Nacht hat es richtig hardcore geregnet und ich gehe jetzt mal schauen, ob der noch da ist. Da hinten ist der Bach, ihr hört es wahrscheinlich. Und mal schauen, ob dieser Staudamm noch da ist. Ich glaube nicht, weil es sieht krass aus. Ich habe ein bisschen ein Problem, weil ich war gerade da vorne und ich komme nicht über diesen Bach drüber, weil es ist wahrscheinlich viel zu reißend. Ich kann da nicht drüber gehen, aber so viel ich gesehen habe, ist wahrscheinlich das Zeugs, was wir gemacht haben, kaputt. Das ist einfach wahrscheinlich weggeschwemmt. Aber ich werde vielleicht versuchen, später nochmal vorbeizuschauen, ob ich da vielleicht nicht drüber kann oder vielleicht noch mit dem Kumpel vorbeizuschauen, der gestern auch dabei war, aber jetzt keinen Bock hatte. Vielleicht werde ich noch mit dem da hinkommen, weil so komme ich da wahrscheinlich nicht drüber. Beziehungsweise ich möchte es nicht riskieren halt so. Okay, ich bin jetzt gerade auf einer ganz nahegelegenen Brücke, wo man ein bisschen auf den Fluss heruntersehen kann. Und ihr habt schon gerade gesehen, es ist richtig viel Wasser da unten. Also ungewöhnlich viel Wasser da unten, wie es sonst eigentlich wäre. Und ich zeige es euch jetzt einfach mal, wie das Ganze hier aussieht. Schaut einfach mal. Jo, jo, jo. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich es genau machen werde, aber vielleicht werde ich morgen nochmal vorbeikommen und euch nochmal die Situation zeigen, weil ich glaube, heute Abend, diese Nacht regnet es nicht. Von daher kann ich es euch vielleicht zeigen. Ich bin jetzt zu Hause angekommen und heute Abend wird wahrscheinlich nicht mehr viel Spannendes passieren. Ich weiß, heute ist nicht viel Spannendes passiert, aber morgen, wie gesagt, gehen wir wahrscheinlich an den Bach und schauen uns die Situation da an. Und heute Abend schaue ich noch das Deutschlandspiel und ansonsten war es das vom Tag. Der verkackt, ich sag's euch. Der verkackt. Jawoll! Yes! Hector, mein Mann. Hector, komm jetzt. Yes! Hector! Ihr kennt es, Leute, Sonntagmorgen erstmal Tennis. Wahnsinnig ausgeglichenes Match. Letztes Mal habe ich immer gewonnen, aber dieses Mal war leider nur unentschieden, weil ich jetzt nach Hause muss und Mittagessen muss. Los geht's. Mittag ist gegessen, meine Haare sind am Arsch und jetzt geht's eben zu diesem Bach, schauen, ob unser Staudamm noch steht. Ich befürchte, dass er nicht mehr steht, aber wir gehen jetzt einfach mal schauen. Und ja, heute kommt mein Kumpel mit, also können wir gut über den Bach rüberlaufen. Also, los geht's. Something here inside cannot be denied.
So, ich weiß jetzt nicht, ob man mich sehr, sehr gut hört, aber wir sind jetzt hier an diesem Bach, beziehungsweise fast Fluss jetzt, angekommen und unsere Staumauer, beziehungsweise unser Staudamm ist weg. Also fast die Hälfte hat es einfach weggeschwemmt, so in der Mitte ist einfach alles kaputt, einfach alles weg. Schon ein bisschen schade, weil wir haben einen ganzen Nachmittag, vor zwei Tagen, haben wir da am Nachmittag einfach ein bisschen so rumgebaut, gechillt und so. Und jetzt ist das einfach alles weg. Aber naja, man muss halt damit rechnen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze aussieht. Hier auf diesem Foto seht, haben wir zwei Baumstämme auf die Staumauer raufgepackt und die wollen wir jetzt suchen, beziehungsweise wir wollen einfach mal ein bisschen hier den Bach runterlaufen und schauen, ob diese zwei Baumstämme noch irgendwo auffindbar sind. Wenn ja, dann cool und wenn nicht, dann auch okay. Let's go! Wir sind jetzt schon ungefähr 100 Meter gelaufen und immer noch gar keine Spur von diesen zwei Baumstämmen. Wo sind die? Damit geben wir unsere Suche leider auf, aber ich glaube, die Baumstämme, denen geht's gut. Und übrigens, falls ihr richtig nice Schuhe braucht, die auf jeden Fall wasserfest sind, dann gönnt euch einfach meine. Das hier und das hier ist die Sohle, die einfach hier aus einem Loch rausschaut. Richtig nice. Wir waren jetzt ungefähr eine Stunde hier ein bisschen gechillt, sind eben diesen Fluss runtergelaufen. Das war eigentlich ziemlich nice, aber jetzt heißt es wieder nach Hause gehen. Gehe ich gerade das Sonnenuntergang filmen mit dem Sir Vlog. Er sagt einfach nichts, alles klar. So, aber die Sonne ist schon fast unten, darum kann ich nicht mehr groß vloggen und er lässt einfach sein Dings runterhängen. Ja, wir müssen uns jetzt sputen und schnell die Sonne irgendwie erwischen, weil die ist schon fast unten. Los geht's! Immer wieder die Kamera zu holen. Der größte Dreck. Der größte Dreck.